Aber meine Lieben, rein geht's in das Saisonfinale. Wir gucken mal, wie es ausschaut mit Brasilien. Es wird ein vermutlich emotionales Finale, weil ich jetzt schon emotional geladen bin. Vielleicht ein bisschen wütend, aufgrund gewisser Bugs, die das Spiel hat. Wir haben 12 Punkte Rückstand zu Sergio Perez, 7 Punkte Rückstand zu Max Verstappen. Und wir gucken mal, wer hat eigentlich mehr Siege. Ich habe einen Sieg mehr als Perez und Verstappen. Wer hat denn noch alles gewonnen? Sainz? Norris hat 2 Siege? Bottas? Hamilton? Den hätte ich fast übersehen. Hamilton hat ja auch einen Sieg, krass. Ja, keine Saison ohne Hamilton-Sieg. Wie in der Realität. Und Plody, vielen Dank für 1000 Bits. Ich singe Himmelblau, schalala. Ja, gucken wir mal, wie es läuft. Perez darf bestenfalls Vierter werden und dann muss ich gewinnen. Und bei Punktgleichheit bin ich Weltmeister. Bin ich dann einfach. Das ist jetzt mein Ziel. Das ist eine bisher sehr, sehr unbequeme Saison gewesen. Wir haben den Vorteil sogar noch ein bisschen ausgebaut zu Mercedes zu den anderen Teams. Eine sehr unangenehme Saison war es bisher. Viel stranger Kram passiert. Ich habe ein bisschen was versemmelt die letzten Rennen. Und dann bin ich wieder deutlich besser aufgetreten und ja. Mal gucken, was jetzt geht. Das große Finale und Max Verstappen ist nicht der Hauptrivale. Das reimt sich sogar. Okay. Schon mal viele Trainingsprogramme abgespult. Eigentlich muss ich das doch gar nicht machen, oder? Krü. Ehre für den 9. Merci, mein Lieber. Ehre. Mercedes wird trotzdem wieder nicht die Pace haben. Das ist vollkommen korrekt. Das ist absolut richtig. Mercedes ist im Spiel komplett überfordert mit allem. In der Realität aktuell auch so ein bisschen. Okay. 14 Minuten hier. 10,5 Minuten hier. Okay. Und dann geht's nochmal ins nächste Training. Rein da. Mhm. Okay. Brauchen wir eine frische MGUH? Eigentlich kann ich jetzt überall auf die zweitfreshste Komponente umsteigen. Für den Fall, dass ich vergesse, dann noch fürs Rennen umzustellen. Jetzt ziehe ich halt wirklich alle Register. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, was der Ursprung dieser Phrase ist. Ich ziehe alle Register. Dass man alle Akten in einem Register oder so hervorzieht, damit man alles untersucht, alles gründlich macht. Ich habe keine Ahnung. Ich ziehe alle Register, klingt für mich aber eher nach, ich bin zu allem jetzt bereit, im Sinne von, wenn ich mir die Hände schmutzig machen muss, dann mache ich das. Sagte er und knetete den Teig zusammen. So, let's go. Wir machen das jetzt. Auf geht's. 13%, 11%, 10%, 7%, 11%. Ich klinge fast schon wie eine Werbung. Wir haben überall Rabatt. Okay, rein da. Let's go. Das geht auf das Orgelspielen zurück, dann kommt halt aus allen Pfeifen Töne. Das sind dann die Register, oder wie?
Alright, auf geht's. Gerade in iRacing gefahren, jetzt in F1. P7, P8 ist okay. Ist okay, ist okay. Ist okay. Register nennt man die einzelnen Pfeifenreihen einer Orgel. Um ein Register einzuschalten, muss ein Registerzug gezogen werden. Wenn alle Register gezogen, also alle Pfeifen aktiviert sind, kommt der volle Klangkörper der Orgel zum Einsatz. Aber warum benutzt man das, um zu sagen, ich bin jetzt quasi zu allem bereit oder so? Perez auf 4. Okay. Ja, mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. So, ich stelle jetzt wirklich auf 103. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt abschneiden. Ich muss Perez besiegen. Okay, mal gucken, ob jemand eine Strafversetzung hat. Speedy, vielen Dank für den 31. Ehre, Digi. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Goddamn, heute wieder F1 gefahren. Bin dabei E10 IQ verloren. Nice. Das ist cool. Ah, Mann. Norris auf 7. Leclerc auf 8. Wo ist Sainz? Och, Brudi, 16. Okay. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Auf geht's. Wir machen das. Genau, Kollision mit Gasly. Wahrscheinlich war ich der Hauptschuldige da. Norris Ehrenmann, komm mit! Komm mit! Ich zieh dich, Kumpel. Und du ziehst an meinem Finger. Das wird wundervoll. Hallo Bottas?
dachte, er will vielleicht innen verteidigen, aber er ist wieder nach außen gezogen. Gut reagiert. Norris ist auch direkt dran. Come on, Bottas. Push. Muss auch Verstappen besiegen, leider. Mit einem Sieg wird er auch Weltmeister. Muss mal eine Sache kurz machen. Sorry, wenn das Lenkrad hin und wieder knarzt. Das habe ich schon liebevoll umgetauft zu Knarzertech. Ich glaube, so passt es jetzt von der Lautstärke ja noch ein bisschen besser. Schnellste Runde ist sogar egal, wenn ich gewinne. Glaube ich. Nice one. Okay, die Red Bull sind auf jeden Fall ein bisschen besser unterwegs als die Mercedes.
Moin, moin, Hamilton. Will nicht neben der Strecke wieder überholen. Oh, der Mercedes ist dran. Gott, ich habe Angst gehabt vor denen. Da bin ich freiwillig mal die Verstappenlinie gefahren. So, weiter. Alter, nein, der Mercedes kommt vorbei. Don't, Lewis. Tu's nicht. Danke, Ehrenmann. Oh, cooler Typ. Cooler Typ. Cool, 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 cool. Warum gucke ich in den Chat, ich Idiot? Ah. Man merkt halt, sobald ich in den Chat geguckt habe. Oh, der Lenkwinkel passt schon. Okay. Fokus. Sainz kommt gut nach vorne. Was mit Perez ist, keine Ahnung. Wie der Fünfter geworden ist plötzlich. Also, dass er gegen Hamilton gefightet hat und vielleicht auf 4 gelandet wäre. Okay, aber P5 ist halt so. Okay. Eine kleine Überraschung. Oh, 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 oh. Ein 7. Ein 6. Ein 6. Ein 5. Oh oh. Mann. Nicht gut. Er ist eine 1-9-1 gefahren, langsamer als ich. Hab ich gar nicht gerallt, dass ich schneller war. Perez verliert den Anschluss zu Bottas.
Hamilton ist direkt dran. Perez ohne Windschatten und DRS von Bottas. Runde 12. Wetterbericht. Wetterbericht. Okay, kein Regen. Da ist auch irgendein Alpin direkt dran an Norris und Perez. Ja, KWM ist halt ein schwieriges Thema. Da braucht man ein bisschen mehr als lediglich gute Positionen bei mir. Bist du da auch schon ein bisschen was? Perez war in der Box. Der fährt auf Harten durch. Er ist leider relativ deutlich von Norris. Aber die harten Reifen werden ihm auf jeden Fall nicht gut tun. Was nimmt jetzt Gasly für Reifen mit? Sainz kommt ran. Schön.
So, Carlos, auf geht's. Zieh die Mercedes mit? Nö. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir holen hier beide Titel. Verstappen ist in der Box. Okay, eine Full-Push-Runde. Leclerc einfach nur 8,5 Sekunden hinterher mit dem Williams. Auch nicht schlecht. Oh Gott, geht Sainz eventuell in dieser Runde rein? Oh nein. Carlos. Ich gehe in der nächsten rein. Oder? Nee, in dieser Runde ist meiner geplant. Okay, perfekt. Easy. Box, Box. Wo ist Max Verstappen eigentlich? Der ist bei Perez irgendwo. Alter, im letzten Moment nochmal. Schon runtergebremst. Okay, nice. Weiter so. Carlos soll weiter pushen, bitte. Dem tut diese extra Runde gut. Der würde sonst mitten im Verkehr rauskommen. Marcel Kiefer-Modus aktiviert. Oh, Bro! Alter, okay. Nice. So, schön entspannt hier einfach weiterfahren. Sainz kommt hier noch irgendwann. So, push, push. Nice, Carlos. Hol dir den Alpine. Ehrenhaft. Gleich kommt er doch mal an den McLaren und an Perez vorbei. Nein! Das dauert noch.
Schade. Puh. Perez hat jetzt halt Windschatten, ne? Und DRS. Okay, ich muss ein bisschen pushen. Ein, zwei Pushrunden. Sainz vorbei am Alpine. Boah, wie der auch schon weg ist. Perez jetzt gleich aus dem DRS raus. Von Hamilton. Okay, Perez jetzt ohne DRS. Sehr schön. Da kann jetzt sogar der McLaren gleich angreifen. Eins, acht, sieben. Ehrenmann. Carlos Sainz holt die schnellste Rennrunde. Nice. Oh, der ist sogar schneller als ich, wenn ich in der Pushlap bin. Stark. Damit ist der Extrapunkt für die schnellste Runde im eigenen Team. Nicht gut. Okay, Sainz ist da direkt in dieser Dreiergruppe. Sehr schön. Okay, da ist ein Williams, Alpine. Hat sich jemand gedreht, auf jeden Fall. Da die große Krabbe. Nein, hier ist Patrick. Nein, hier ist Patrick. Heute ist die Patrick-Stimme nicht auf 100%. Nein, hier ist Patrick. K
Gott, ist das VSC Delta nervig, ey. Moin, Bami. Ah. Immerhin durch das VSC sehen wir jetzt die drei da hinten noch. Okay, sind doch 12 Runden gleich. Ich will da nicht noch weiter einlenken in der Rechtszahnadel, weil das Lenkrad sonst knarzt. Norris ist vorbei.
Gott, ist Norris jetzt schon weg. Krass. Sainz vorbei an Perez. Der Ferrari funktioniert hier gut. Mr. Reloaded. Vielen, vielen Dank für den dritten Monat mit Prime. Hätte ich was vor, das neue F1 22 dann auch mal mit VR-Brille zu spielen? Muss ich mal gucken, ob ich dafür die Oculus entstaube. Tendenziell kein... Oh, sorry. Gehobenes Interesse daran. Aber mal gucken. Das sieht halt auch im Stream immer so ein bisschen mehr aus oder im Video. Triple Screen Support wäre halt mal cool gewesen, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Carlos Sainz gleich auf P5. Ich würde es gut finden, wenn Hamilton nochmal an Verstappen vorbeigeht und Sainz sich vernünftig anstellt gegen Norris und schnell vorbeikommt. Nice. Let's go. Über eine Sekunde. Ja, wieder mal ein Williams, der blaue Flaggen sehr interessant interpretiert. Diesmal aber zugunsten der Ferrari. Oha. Bottas ist weg von Verstappen und Hamilton greift jetzt Verstappen an. Traumszenario. Komm, Sainz, du musst nochmal an Norris vorbei. Do it. Red Bull verliert gerade so viele Punkte für die KWM. Ich glaube, ich hole jetzt alleine mehr Punkte als die Red Bull zusammen. Komm. Vorbei an Norris, los. Kann nicht so schwer sein. Und Bottas gibt Hamilton Windschatten.
Norris hat jetzt auch DRS belastend. Vier Runden links. Okay, jetzt könnte Sainz vorbei. Und Lixi, vielen Dank für den Sub. Merci und moin moin. Carlos Sainz ist bis zuletzt nicht vorbeigekommen an Norris. Hamilton muss wieder ranfahren. Darf nicht mehr in den Chat gucken. Nicht in dieser Linkskurve hier. Ehrenmann Sainz, zeig ihn, wo der Hammer hängt. Ich helfe nur Mercedes, dass sie P2 und P3 halten. Auf Verstappen. Sechzehntel, das sollte reichen. Ja, Mann! Nice. Einige Höhen, einige Tiefen. Und am Ende passt's.
Auch wenn ich diese Zwischensequenz immer noch ein bisschen seltsam finde. Mattia. Auch alles getan für die KWM. War das genug? Ich bezweifle es irgendwie. 36 Punkte haben wir geholt. 18 Punkte auf dem Konto von Red Bull. Und Chris haut 10 Gift-Subs raus. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Na, hat bei weitem nicht gereicht. 6 Punkte vor Verstappen, 7 Punkte vor Perez. Und 10 Punkte waren es noch zu Red Bull. Also da hätte Sainz noch Bottas Position holen müssen. Dann wären wir punktgleich gewesen mit Red Bull. Aber so keine Chance. Vielen Dank, Chris. Ja, Mann. Kann man aber machen. Oh nö, Leclerc am Ende nur 12. geworden. Schade, ich dachte, der holt jetzt im Williams Punkte. Das ist einfach zu geil. Wo ist der denn bitte im Williams unterwegs? Ja, was die Fahrerstärke alles ausmacht. Latifi wurde überrundet. Und regulär wäre wahrscheinlich Latifi irgendwo hier oder so gelandet. Kleiner Unterschied. Egal, ich bin zufrieden. Oh, die letzten zwei Rennen einfach viel besser dann noch performt als in den Rennen zuvor. Ich habe aber nicht ganz verstanden, warum Perez so langsam wurde. Wir hatten ja wohl keinen Kontakt, oder? Ja, ich habe ihn halt hier die ganze Zeit in den Zweikampf gezwungen, damit er den DRS-Bereich von Verstappen verlässt. Das war halt der Plan, weil wenn er von mir angegriffen wird, dann sind die Mercedes nicht weit. Und hier hat er halt über eine Sekunde Rückstand dann. Und das war der perfekte Zeitpunkt, wo ich wirklich mal angreifen konnte. Ja. Nochmal richtig hier Perez unter Druck gesetzt. So. Setzen wir uns hier auf die Reifenstapel. So. Huch. Warum ist Perez so viel langsamer als ich und die Mercedes? Das ist bei der Bewegungsunschärfe dann ein bisschen ungeil. Aber passt's. So. Ja. Das war cool. Das eigentliche Ziel war genau 42 Minuten zu fahren. Dafür war ich ein bisschen zu schnell, aber na, meines X-Tapes. Dafür war ich zu schnell. Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen. Kann man was Arroganteres als das sagen? Ja, ich bin froh, dass ich ein Auto habe, das so gut ist wie ich. Eieiei, keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Ärger wird natürlich groß sein, dass es nicht besser gelaufen ist. Was weiß ich denn? Hä? Bro, da muss man halt jetzt mal Hand aufs Herz, da muss man wirklich sagen. Da ist gerade jemand, der Weltmeister geworden ist und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn zu fragen, was er über irgendein Team, das auf P8, 9 in der KWM ist, auszufragen. Imagine letztes Jahr bei Max Verstappen so. Hey, was denken Sie, wie fühlt sich jetzt Alfa Romeo?
Okay. Est Martens, sorry, P7. P7. Ja, genau, das große Interview. Das war wenigstens noch auf seine Leistung oder Teamleistung war das bezogen. Das hat überhaupt mit gar nichts zu tun. Das ist gar nichts. Ah, warte, warte, Mann. 5500 Punkte haben wir, by the way. Wait. Nö, das machen wir noch nicht. Kleiner Geheimtipp. Am Ende der Saison, wenn es nicht vor dem letzten Rennen eh fertig wird, das Upgrade, macht so, dass es für die neue Saison fertig wird, weil, ja, ansonsten gibt es eine Ausfallwahrscheinlichkeit und so kommt das Upgrade zu 100% an. Das ist wichtig und richtig. So. Ah, das können wir auch machen dann. Qualitätskontrolle Stufe 3. Marktwert 10 Millionen und 75.000. Die 75.000 sind wichtig. So, mit aktuellem Team. Aber gehen wir mal auf 11,82 Millionen. Ha! Ich bin Millionär! Bonusfonds. Oder wie man wahrscheinlich auf Deutsch sagen würde, Bonusfonds. Ah, schade. Mediencoaching? Ja, nice. Dann würde man nicht mehr Medien, hier Bonusfonds sagen, wenn man Mediencoaching hatte. Jo, ihr Lieben, das ist der Saisonabschluss. Und nicht nur der Saisonabschluss, sondern das war auch das letzte F1-Karriererennen für den Uncut-Kanal, bis das neue Formel 1 dann kommt. Ja, und da werden wir dann wieder in aller Frische einsteigen. Ich habe es schon mal gesagt, ich sag's noch ein, zwei Mal. Wir werden die Uncut-Karriere streamen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es 50 oder 100% Rennen werden. Ich werde noch versuchen herauszufinden, ob 100% Rennen einen Mehrwert haben gegenüber 50% Rennen. Strategisch. Ja. Strategisch. Weil das war bei F1 2020 halt cool. Da konntest du teilweise 3-Stopp, teilweise sogar, glaube ich, 4-Stopp-Strategien fahren. Und die waren echt ebenbürtig mit 2 Stops. Und teilweise sehr viel schneller als 1-Stopp-Strategien. Also es war echt cool, was für Strats man fahren konnte. Und das war bei F1 2021 gefühlt nicht so. Aber wir werden die Uncut-Karriere streamen. Ich werde da auch mehr auf den Chat wieder eingehen. Ich werde die Dave-Gaming-Karriere, die Hauptkarriere, nicht streamen. Die wird weiter so als Video erscheinen, als Videoform. Und es wird noch eine dritte Karriere geben, denn mit Dave Gaming International, sag ich mal, mit dem Channel, der aktuell noch der No-Commentary-Racer-Kanal ist, Ausrufezeichen NCR für alle Leute im Twitch-Chat, der wird bald zum englischsprachigen kommentierten Dave Gaming-Kanal umfunktioniert. Und da wird es nicht eine dieser Karrieren geben, die ich einfach übersetze, sondern es wird eine komplett eigenständige Karriere geben. Ja, und damit, ihr Lieben, würde ich sagen, für die Leute auf YouTube ein letztes Mal für F1 2021. Vielen Dank fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann verpasst ihr in Zukunft nichts weiteres. Ne, Moment, das war das Abo. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um eure Unterstützung auszudrücken. Abo raushauen, um nichts weiteres zu verpassen in der Zukunft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht könnte man nochmal kurz ein Resümee ziehen zu F1 2021. Zumindest zu den Karrieren, zu den Fahrerkarrieren auf dem Uncut-Channel. Es war halt im Prinzip halt eine sehr, sehr anstrengende Phase. Aston Martin ließ sich furchtbar fahren, in McLaren war ich, glaube ich, auch nicht so gut. Alpine war ziemlich geil. Da war auch die Phase, wo ich mich, glaube ich, am wohlsten gefühlt habe mit dem Game, und jetzt mit einem Ferrari mal so, mal so. Ja, aber insgesamt, sagen wir, wie es ist, F1 2021 war deutlich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, und das ist einer der wenigen Gründe,
Das ist einer der Gründe, warum ich mich einerseits freue auf 22 und andererseits sehr viel Angst davor habe, falls ich da halt wieder keinen großen Spaß empfinde. Aber wir werden es sehen. Mal gucken.